Okay, das sieht mir hier auch schon wieder so aus, als ob es da weitergeht. Deswegen gehen wir wieder nach oben zurück, weil ich da noch nicht alles untersucht habe. Und Kurti müsste ja demnächst auch wieder kommen. Hat immer noch keine Postkarte geschrieben. Das ist so ein Sack. Das ist so ein Sack, muss ich sagen. So eine treulose Tomate habe ich ja echt selten erlebt. So, hier, ja, da war ich schon. Your pet has returned. Okay. Also, ich muss den Blödsinn nicht identifizieren, wenn ich ihn nicht brauche. Ich muss ihn nur identifizieren, um. Ich verkaufe ihn nicht für weniger Geld, wenn ich es nicht identifiziert habe. So scheint es zu sein. Das können wir ja nachher mal in Person ausprobieren. Apropos Person ausprobieren. IP. Bam. Ich habe ja wieder Blödsinn dabei. Den kannst du haben. Den will ich auch nicht. Und Eiswiderstand 10 reicht mir nicht. 10 Eiswiderstand reicht mir nicht. Da muss schon was Geileres kommen. Zum Beispiel, keine Ahnung. Ja, ist ja gut. Ich bin halt ein alter Triggerich. So. Auf Wiedersehen. Hier gibt es wieder einen Kreis, da gibt es einen Korb. Ich wollte auch mal einen Korb haben. Oder kriegen. Naja, gut, was auch immer. Da sind wir jedenfalls lang gelaufen. Da unten waren wir ja auch überall schon. Das waren alles Sackgassen. Da ist die nächste Urne. Boah, alles Leichenflatterei hier übrigens. Wir bringen lauter Urnen hops. So, zack und zack. Und dann hier Identität, Identität. Wir schauen mal unser Invent. Da ist ja gar nichts. Haustier? Okay. Wir sammeln kein Zeug ein. You have triggered a trap. Echt? Sag mal was Neues. Das ist mir doch klar. Ich bin doch Fernkämpfer. Drum mache ich doch so einen Blödsinn. Weil ich genau weiß, dass ich damit Fallen auslöse. So. Da unten ist ein See. Wenn ich vom See den Boden sehe, dann ist das wohl der Bodensee. So, ole. Auf Wiedersehen, Meister Lampe. Ah, jetzt aber Meister Lampe. Okay, hier noch eine Truhe. Gesundheit. Die nächsten Spinnen. Die Spinnen wohl. So, tot. Also quasi, das ist ja alles nur Notwehr, ne? Ich will ja am Leben bleiben. Das ist ja keine Bösartigkeit gegen die Tiere, die hier so wohnen. Und ich greife die auch überhaupt nie als Erste an. Sondern ich wehr mich ja immer nur. Ist ja offensichtlich, oder? So, und der Korb, Identität. Sag mal, wieso kriege ich gerade so viele Identitätsschriftrollen? Aber da kann ich auch gerade welche gebrauchen, muss ich sagen. Das war jetzt dämlich. Okay, also, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Du auch. Und du auch. Und du von mir aus auch. Und eigentlich auch du. So, dann kannst du darüber. Du kannst von mir aus, ach komm, du kannst auch weg, zack, dann kannst du dahin und du dahin. Das war jetzt eigentlich nicht so wichtig. So, dann kannst du doch erstmal da oben hin. Und dann weiter im Text. So. Greift er mich einfach so an, der Honk. So, eine großartige Axt haben wir auch noch eingepackt. Die geben wir aber erstmal Kurti. Hey, hier. Oh, unidentifiziert. Oh. Mit dem will ich ein Experiment machen. So, und die großartige Axt, die brauche ich nicht. Den Gesundheitstrank habe ich gerade gebraucht.
Deswegen brauche ich ihn jetzt nicht mehr. Und die Identität, die brauche ich noch für mein Experiment. So, aber bevor wir jetzt hier zum Glyphenraum zurückgehen. Naja, eigentlich nicht. Also, eigentlich können wir das ja einfach machen. Die wendet uns den Rücken zu. Das ist ein bisschen schade. So. Sag mal hier, hat die gerade Brüste auf dem Rücken? Oder ist es doch die Front? Oder ist sie einfach nur verkrüppelt? Naja gut, egal. Ich denke, wir teleportieren uns mal zurück in die Stadt. Statt hier große Geschichten zu zimmern und dergleichen. Ich denke, wir gehen einfach zurück in die Stadt. Weil ich die Sache mit dem Identifizieren mal ausprobieren möchte. Ich kenne das eigentlich so, dass man immer erst identifizieren muss, um den vollen Preis für eine Ware zu bekommen. So, hallo Händler. Was gibst du mir denn für das Schwert? 26. Okay. Was gibst du mir denn für das Schwert? 300 irgendwas. Okay, und das ist nämlich auch ordentlich. So, das heißt, du kannst das haben. Das heißt, ich sollte den Blödsinn doch identifizieren. Einfach, damit ich auch mehr Geld krieg. So, zack, 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 zack. Dass ich nicht sagen kann, alles verkaufen. Ah, gut, das war jetzt ein bisschen dämlich, weil ich da natürlich noch eine Identitäts- und eine Stadtportalrolle verkauft habe, die ich jetzt noch hätte brauchen können. Aber es ist ja auch egal. 35.000 sind ja auch nicht so wenig. Dann düsen wir doch durch das nächste Portal. Also, düsen wir erstmal hier durch das Portal, um in den Glyphenraum zu kommen. Weil wir sind ja gerade auf Ebene 14. Genau, 14. Und gehen dann hier in diesen Glyphenraum. Da müssen, dürfen und können wir dann erstmal wieder lustige Kreaturen beseitigen, bevor wir Glyphen finden. Elektrische Elemental. Da ist Geld. So, Urne, Urne. Haben wir hier jetzt alles? Ich glaube ja. So, wir können weiter im Text. Ich bin mal gerade am gucken, ob hier oben ich noch irgendwelche Gegenstände übersehen habe. Es sieht nicht so aus. So, da könnten wir prinzipiell zum Portal wieder zurück. Machen wir jetzt aber erstmal nicht. Auf Wiedersehen. Also erstmal hier Gold und da Gold. Spinne, auf Wiedersehen. So, das wird später natürlich noch spannend werden. Okay, da oben war irgendwas. Das werden wir aber erst später sehen. Beziehungsweise erst später zu Gesicht bekommen. Erstmal hier den Magier. Okay, du kannst sterben hier. Ich brauche ein bisschen... Ah, Mana. So war das. Und Gesundheit kann ich auch gebrauchen. So, dann kann man das Zeug hier einsammeln. Ich finde es so witzig, dass meine Primärwaffe wesentlich weniger Schaden macht als meine Sekundärwaffe. Was ja eigentlich nicht der Sinn der Sache ist. Oh. Okay, hier ist jetzt schon ein bisschen mehr los, muss ich sagen. Definitiv. Das macht jetzt auch mehr Spaß. Gerade als vorher. Wunderbar.
kann ich hier auch wieder Zeug einsammeln. Gehen wir mal gucken, wo es hier hingeht. Auf Wiedersehen. Und du? Auf Wiedersehen. Dann schauen wir doch mal hier oben. Oh, Homing. Er ist ja auch faszinierend. So, da ist Gold. Die Glyphe der Bewegung. Bevor wir da allerdings weitergehen, wie gesagt, ich mag es ja, erstmal aufzuräumen. Vielleicht würde uns das sogar was bringen. Ah, die können sich teleportieren. Teleport. Na super, jetzt muss ich nochmal einmal komplett außenrum das Gold einzusammeln. Ja, es ist ja toll. Trollololol. So, dann nehmen wir dich mal mit. Eine von einer gefunden. Sammeln dich ein und dann gehen wir doch wieder zurück in diesen tollen Raum. Raum. Für Raum und Zeit. So. Geht's hierher zurück. Reden wir mal mit ihr. Vielleicht werden wir dann... They were perched atop an endless supply of amber. We will need all three of the missing destination glyphs. The Asterians must have hidden them in the ruins to seal off the corruption below. I expect one is hidden through each of the active rune gates. We must not waste time. So far, amber blight has only made you stronger, but eventually it will control you. Okay. Wir sind in der Antechamber. Also hier waren wir noch nicht. Jetzt bin ich ja gespannt, welche Ebenennummer der hat. 12? Das wäre ja sympathisch. Dann wäre das andere 10 gewesen. Ja, 12, wunderbar. Da war ich quasi wieder mal meiner Zeit voraus ein bisschen. Auf Wiedersehen, junger Mann. Mann, 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 Mann. So, ich könnte eigentlich mal versuchen, ein bisschen zu schauen, ob ich bessere Waffen habe oder kriege. Da oben ist nämlich schon wieder so ein Baum, der das Jenseits heimsuchen möchte. Na komm, hier. Oh Mann, ihr Pack ist voll. So ein Pack. So. Wunderbar. Dann machen wir das doch mal folgendermaßen. Das wollte ich gar nicht, sondern das da wollte ich machen. Und sage doch hier an dieser Stelle. Einmal du. Einmal du. Einmal du. Einmal du. Einmal du und einmal du. Und außerdem Kathmandu. So. Also einmal hier drauf, die zurück. So. Dich brauchen wir nicht. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Definitiv. Auf Wiedersehen. Vergiss es. Vergiss es. Stäbe fange ich eh nichts an. Ein Ring. Stärke. Attribute Bonus. Nö. Nö. Und auch nicht. Und den sowieso nicht. Und der kann auch weg. Schön. Schön, schön. Habe ich noch irgendwelche freien Sockel eigentlich? Nee, ich glaube nicht.
So, wir können ja mal gucken. Ah. War noch irgend so ein Giftding, alles klar. Wir können ja mal gucken, wie es ausschaut.